Krebutak ist ein krebsähnliches Pokémon mit den Typen Wasser und Licht, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Krebskorps. Krebutak ist ein rotes krebsähnliches Pokémon mit zwei kräftigen Füßen und zwei scharfen Scheren. Zwischen Füßen und Scheren sind zwei weitere Extremitäten zu sehen, welche vermutlich ebenfalls Füße sind, welche bei der Vorentwicklung zum Stehen gebraucht werden und nun zurückgewachsen sind. Die Unterseite der Schale und der Scheren sind hierbei in einem hellen Beige gefärbt. Des Weiteren sind auf der Vorderseite zwei blaue Streifen in Form des Buchstaben V zu sehen und den Kopf ziert ein großes gelbes Element, welches die Form eines Sterns besitzt. In seiner Shiny-Form ist Krebutaks Schale bräunlich-orange statt rot und die blauen Streifen sind hier lila gefärbt. Krebutak ist ein relativ langsames Pokémon, zeichnet sich jedoch durch seine Kraft aus, welche besonders bei physischen Attacken zur Geltung kommt. Es fängt seine Beute mit seinen scharfen Krallen, indem es Klammer einsetzt und fasst sie mit Kalkklinge so fest, dass sie nicht mehr fliehen können. Um sich vor Feinden zu verteidigen, nutzt es Wasserattacken und schlägt mit seinen Scheren zu, indem es Krabhammer nutzt oder Blubberblasen auf sie versprüht, während es Blubstrahl einsetzt. Außerdem beherrscht es einige Unlichtattacken wie Knirscher, Verhöhner oder Abschlag und die K.O.-Attacke Guillotine. Krebutak besitzt die Fähigkeit Scherenmacht, welche es vor der Reduktion seiner Angriffskraft schützt. Das Pokémon besitzt einen robusten Panzer, was sich durch seine Fähigkeit Panzerhaut niederschlägt, dies vor Volltreffen bewahrt. Und die Anpassungsfähigkeit des Grobian-Pokémon findet sich bei seinen selteneren Vertretern in der versteckten Fähigkeit Anpassung wieder. Krebutak stammt ursprünglich von einem fernen Ort. Seine Vorentwicklung Krebskorps wurde erstmalig als Haustür nach Hönn importiert, später auch in andere Regionen. Die Trainer, die es besaßen, waren sehr überfordert, woraufhin das Pokémon oft freigelassen wurde und verwilderte. Da es sehr robust ist, sich gut an verschiedenste Umgebungen anpassen kann und zudem auch bei seiner Ernährung nicht wählerisch ist, fiel es dem Pokémon sehr leicht, sich zu vermehren und seine Population zu vergrößern. Krebutak ist ein sehr gewalttätiges Pokémon, welches andere Pokémon stets zum Kampf herausfordert, um sich zu unterhalten oder diese in seinen Teich schmeißt, nachdem es sie mit seinen Scheren ergriffen hat. Keine Spezies lebt gerne mit Krebutak im selben Teich. Manchmal verliert es im Kampf seine Scheren. Ohne diese ist es mutlos, weswegen es dann vor Angst zittert. Auch legt es hin und wieder seine Schale ab, um sie zu erneuern. Ist sie frisch gewachsen, so ist sie sehr weich und empfindlich, sodass das sonst robuste Pokémon stark geschwächt und machtlos ist und sie vor potenziellen Gegnern versteckt. Dabei ist Krebutak der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 30 aus Krebskorps. Die krebsähnliche Form, welche das hauptcharakteristische Merkmal von Krebutak ist, sowie die Beigefarbe des Bauchs, sind bereits vor der Entwicklung gegeben. Durch die Entwicklung von Krebskorps zu Krebutak wird die Schale dunkler, die Farbe wird zu einem kräftigen Rot. Aus den drei Hörnern auf dem Kopf bildet sich ein sternförmiges Schalenteil. Vorne am Bauch entsteht eine blaue Färbung. Die Scheren werden deutlich größer und so auch der restliche Körper des Pokémon. Dabei ist Krebutak nun dreimal so schwer wie Krebskorps. Und mit der Typenkombination aus Wasser und Unlicht ist es immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Geist, Stahl, Feuer, Wasser, Eis und Lichtattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Käfer, Pflanzen, Elektro- und Feeattacken und der Rest macht normalen Schaden.